Und hier sind wir wieder. So, reden wir mal mit ihm hier. Halt, bleib stehen, wo du bist. Mach ich. Kein Problem. Noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. So sieht's aus. Du siehst aus. Viel zu harmlos aus. Danke. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engro. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Ja. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Tut mir leid, aber... Mir geht's aber offensichtlich recht gut. Die Formulierung war irgendwie ja, cool. Beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Stimmt, ja. Vielleicht auch nur Zufall. Wir haben Angst, sich zu waschen. Warum tut sie um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Oh, klappern wir das mal alles so, ab hier. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Leckerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Bitte sehr. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Na klar. Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Was ist denn hier noch alles? Herz nehmen. Ja, das ist ganz interessant, aber ich habe keine Punkte. Engrom. Wie sieht's aus? Beschissen. Ja. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Ja. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? So sieht's aus. Mehr oder weniger, ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. So, machen wir das Was auch macht noch. Die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Alles klar. Hau rein, mein Freund. So, was war das? Trank. Irgendein spezieller. Nö. Noch ein Trank. Ist der vielleicht irgendwie. Auch uninteressant. So. Na, sehr schön. So. Warum nicht? Warum nicht? Diese scheiß Goblins, ey. Halte die Schnauze. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, rechts. Oh Gott, rechts. Links, so. Huh. So. Noch ein paar Pilze. Auch noch mit und jetzt weiter im Text. Oh, Feuer. So, wollen wir da mal ein bisschen Platz? Nehmen wir mal ihn hier.
lungert dann da hinten so rum. Da ist doch schon wieder was. Nein, nicht weglaufen. Aha. Ja, war klar, dass ich die Blutfliege erwische. Also Munitionsverschwendung. Sind diese Goblins jetzt bis hierhin gefolgt? Tatsache. Noch so ein Vieh. Ah! Yes, das Maria, was ein Gegner gespammt hier. So. Ey. So, hier stehen zwar Ork-Hütten, aber ich hoffe mal, dass hier keine rumrennen, weil das wäre nämlich ein bisschen uncool. Zack. Ah, Junge. Oh. Darf doch alles nicht wahr sein. Und da vorne ist noch einer, aber den machen wir jetzt mal mit der guten alten Handarbeit fertig. Komm. Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh. Zu viele. Das machen wir anders. Un, dos, tres. Nummer uno, Nummer zwei und Ende im Gelände. Selbe Spiel mit dir. Bam, bam. Da ist eine Rampe. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal reden wir mit denen hier. Halt! Gepard. Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Tja, gute alte Butlerhose. Du bist ein entlaufener Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Der Braten riecht gut. Finger weg. Wie herzlich. Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei. Seit gestern habe ich mindestens fünf gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Wie die Karnickel. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Schon passiert. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Runenrohling gefunden. Juhu. Du als Magier kannst ihn doch sicher gebrauchen. Das stimmt. Den würde ich dir dafür geben. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Dankeschön. Hier hast du das versprochene Ding. Merci. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. So ausgerüstet, wie der aussieht, schafft er das auch sicher. Leichter Fisch. Da müsste was drin sein. Wo haben wir ihn denn? Da. Dietrich. Ja. So, kümmern wir uns noch gerade um die Truhe hier. Nee. Gott. Ich muss dringend was für Geschicklichkeit tun. Für 5 Gold wieder einen Dietrich verpulvern. Herrlich. So, nehmen wir noch die ganzen Lurker hier aus. Und looten ein bisschen was. Aber das Ganze mache ich offscreen. Wir sehen uns gleich.